Entschuldigung, seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern und diverse. Rico, mein Onkel möchte uns was zeigen. Er ist wieder in La Masmora. Wie geht es ihm? Er hat die ersten Nächte nicht besonders gut geschlafen. Er ist froh, wieder frei zu sein, aber ich glaube, er vermisst seine Zelle irgendwie. Naja, wir sehen uns, Mira. Aha, genau, also wir müssen jetzt hier... Also seid herzlich gegrüßt, habe ich schon gesagt, gell? Und besonders herzlich grüße ich wie immer die liebe Uschi aus meinem Forum auf laraweb.de und meine lieben, ui, das ist ein schicker Auto. Und es ist ein Maserati, hallo. Meine lieben, das auch, schau her, oder? Das ist ein Maserati. Meine lieben Arbeitskollegen, den Sondler Felix, den Markus und den Roland. Herzlichst gegrüßt. Und was ist denn das da? Keine Ahnung. Sprungschanze, nee, was ist das? Und wir sehen es ja schon, wir müssen, was, das kann man fahren? Das glaube ich jetzt nicht. Das Ding kann man fahren. Ah! Abfahrt. Aber wenn man jetzt hier irgendwie, kann man das auch bewegen? Ladefläche bedienen. Aha, wenn man so einen Stunt machen will, dann kann man das... Für diese Tempostanz oder was weiß ich, da kann man sich so eine Sprungschanze... Aha, Sprungschanze bauen. Wir müssen jetzt hier, Freunde, ich habe gerade offline hier die Stufe 14 erreicht, rechts oben. Rechts oben die Chaosstufe 14, mehr geht nicht, das ist das Höchste. Weil dann kriegt man nämlich auch die letzte Nachschublieferung hier, den letzten Piloten hier, kriegt man dann gebastelt auf Stufe 14. Das ist, sind zwei, gleich zwei Errungenschaften, nämlich komischerweise ist es zwei auf einmal, nämlich Chaos Stufe 14 rechts oben erreichen und damit werden auch gleichzeitig der letzte, wird auch gleichzeitig der letzte Pilot rekrutiert und das sind gleich zwei auf einmal, da hätten sie aber auch eine, na also wurscht, zwei Errungenschaften und wir müssen hier mit der Story weitermachen. Das hat ja gerade die Kollegin vorgeschlagen. Treffen mit Lanza Morales, das ist für Operation Sandstachel. Weil das fehlt uns noch. Und wenn wir die Operation Windläufer haben wir gestern beendet. Und da unten siehst du die Operation Windläufer. Und ja, alles Windläufer. Und jetzt müssen wir Sandstachel noch machen. Der da. Und wenn wir Sandstachel haben, schließe die Operation Sandstachel ab. Dann können wir da vorrücken. Und wenn wir da vorgerückt sind, das ist nämlich noch gesperrt, dann können wir Ilapa machen da. Da müssen wir, ja, oder so. Also wir müssen jetzt erst das machen, dann können wir das machen, dann können wir das machen und dann können wir da, das ist das Letzte. Da ist der in der Mitte des Gebietes. Da ist der große Berg da oben irgendwo. Da oben irgendwo ist, da darf man jetzt aber noch nicht hin. Und jetzt müssen wir da hingehen. 10 Kilometer. Oh weia. Also da in der Mitte ist der Berg, da kann man jetzt noch nicht hin, weil da wird man vom Blitz erschlagen. Irgendwie. Ja, ja, da ist wieder wie im letzten Spiel. Da waren doch auch plötzlich in der Mitte irgend so ein Gebiet. Das war das letzte Ding. Da ist, nee, da ist Ende. Da konnten wir aber erst am Schluss hin, weil sonst ist dauernd, da waren da Blitze im Gange. Jetzt müssen wir da Schnellreise machen. Warte. Jetzt ist, jetzt habe ich alle Piloten hier rekrutiert. Jetzt sehen wir. Nee. Welcher ist denn jetzt der beste? Haragan, den hat man doch schon. Fortuna? Nee. Fiera, der ist es, oder? Weiß keiner, ist ja wurscht. So müssen wir halt mal schnell machen, weil ich habe leider offline immer jetzt versucht, diese Stufe 14 zu erreichen. Jetzt. Da haben wir auch Truppreserve maximal und da muss man halt immer die roten Dinger abschießen, die Chaosobjekte zerstören, die wachsen zum Glück immer überall nach und das dauert halt ein bisschen und das habe ich offline gemacht, weil es langweilig ist und jetzt können wir weitermachen, jetzt haben wir Truppreserve genügend. Siehst du die roten, so einen roten Turm oder einen Tank oder irgendwas Rotes, Antenne oder Generator, irgendwas Rotes kaputt schießen. Und dann kriegt man Stufe 14. Mehr geht nicht. Siehst du, so rote Antennen. Da wird ja der Zielfernrohr auch rot immer gleich. Siehst du?
Da die roten Sachen, das ist wie im letzten Spiel. Allerdings wachsen die hier wieder nach, quasi. Auch selbst wenn man das Gebiet schon erobert hat, sind da wieder rote Sachen. Jetzt müssen wir da reingehen, in die Halle rein, oder wie? Da unten. Müssen wir mal schnell machen heute. Und die roten Tanks, aber jetzt habe ich ja schon alle. Und jetzt gehen wir da rein. Ah, ich muss den Trainer noch einschalten. Oh, oh. Weil, dass wir das auch wirklich schaffen hier. Und jetzt, cool, kommen rein. Komm runter, geh rein. Ja. Müssen wir halt mal schnell machen. Oh, da ist schon ein Schalter überall. Oh, da müssen wir jetzt da runter. Ah, da ist der Onkel, den wir befreit haben. Den haben wir doch irgendwo aus der Zelle befreit. Aber der langweilt sich jetzt oder so. Sehnt sich nach seiner Zelle zurück. Quatscht dir eine Tante immer. Ist es der eine Opa da, der Lanzer? Weil das kann man jetzt einfach reingehen, oder? Wie weit? Aha, ui, das sind Kollegen. Ah, da komme ich jetzt nicht rein. So komme ich denn da nicht rein? So, jetzt sind wir wieder hier im Gefängnis, oder wie? Sag mal. Wahnsinn. Ja gut, machen wir heute mal ein bisschen schneller. Ich muss nämlich... Da ist schon die Waffenkiste, oh weia. Das haben wir hier. Da rein jetzt, komm her. Oh nee, das wandert. Ah, jetzt können wir 3 Stunden hingehen. Sind wir wieder voll. Das ist doch wieder der Gefängnistrakt, oder? Irgendwie. Oh weia. Da, oh, da ist schon wieder alles rot hier. Chaosobjekt, ja nee. Brauchen wir nicht mehr. Hier sind jetzt aber Kollegen unterwegs, oder? Na gut. Oh weia, das kann jetzt über 3 Jahre dauern. Aber dass wir es wenigstens mal eingereiht haben in die Reihe. Oh warte, oh nee. Den finde ich jetzt nicht. Ich habe mein ganzes Magazin gelernt. Jetzt, oh Gott. Da kommen wir jetzt 3 Stunden, da mal ein Video, bloß bis ich den Idioten finde. Da wieder hier, komm her, das müssen wir da runter. Runtergehen, warte. Da unten. Oh nee. Ja, Freunde, das ist ja schlimmer als in Fallout hier. Oh, Stacheldraht, nee. Ach komm, du sollst da runtergehen. Stacheldraht. Du sollst da raufgehen. Nee, geht nicht, gibt's nicht. Den finde ich nicht. Ach, der hockt wieder. Das ist wieder seine Zelle, oder? Nee. Da waren wir doch schon drin. Jetzt ist da wieder zu. Ich bin von Beruf Näherin. Das ist... Ja, gerne. Da kann ich jetzt wieder 3 Jahre hingehen. Ah, das ist wieder seine Zelle. Ich mag nicht mehr. Da war der Opa drin. Schau, ja, das ist seine Zelle. Kamera, da keine Taschenlampe. Fernseher, der hat einen Röhrenfernseher. Schau, ja, Röhrenfernseher. Das kennt heute keine Sau mehr. Der fällt um. Jetzt habe ich seinen Röhrenfernseher. Der hat aber eine schicke Zelle. Also, na gut, jetzt gehen wir da rein. Oh nee. Meine Nichten. Ja, das ist der, oder? Der Kollege. Sie haben sich so verändert. Kaffeepause. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe bei Gabriella. Ja, und ich erst. Familie ist immer für Überraschungen gut. Oh, PC. Schau her, PC. Denkst du, deswegen war dein Vater kein guter Mann? Refurbished PC von Konrad. Er war einer der Chefentwickler einer Massenvernichtungswaffe. Nicht als es anfing, Rico. Projekt die Japa war bestimmt Leben zu retten. Damit ist es möglich, Tornados zu zerstreuen, bevor sie entstehen. Das bräuchten wir jetzt in Amerika. In trockene Gebiete zu bringen. Espinosa scheint andere Pläne zu haben. Das können wir jetzt gut brauchen. Er dachte, sein Vater verplempert das Familienvermögen für dieses altruistische Projekt. Als er es übernahm, änderte er die Zielsetzung. Gibt's jetzt auch schon refurbished, also gebraucht. Er wollte eine Waffe aus der Technologie machen. Um sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Man könnte doch so diese Wackelkopffiguren mit dem 3D-Drucker ausdrucken, oder? Kollege von mir sammelt die Fallout-Wackelfiguren. Legte dein Vater seine Arbeit
nieder und verließ so sind teilweise sofort. Arg teuer. Oscar schickte meine Tochter. Sind so echte. Gabriella hinter mir her. Echte Sammlerobjekte. Meine Nichte dachte, ich wäre tot. Mhm. So landete ich hier. Ja, ich hätte doch den immer noch am Waffenprojekt, nur jetzt. In einer Zeit. Du hast die ganze Zeit nur an Sona Uno gearbeitet? Ja, jetzt fällt mir ein lustiges Gedicht ein. Ja, das habe ich. Erzähle ich gleich. Bereit, Onkel? Ja, nee. Ich glaube schon. Gut, dann rein. Lösch das Licht. Oh, warte. Oh, jetzt kommt die auch schon, oder wie? Nee. Oh, warte. Der hat die Geheimbotschaft an die Wand gepinselt. Komm. Da ist der Plan von... Ah, der, ja, als hätte ich es gewusst, schon, ja. Da ist der Plan B. Oh, hast du einen Plan, Lanzer? Winkelfunktion. Wie gesagt, Sinus, Cosinus. Ich arbeite schon lange alles an so einer UNO. Der Verlust deines Vaters warf Oscar Jahre zurück. Der Bastard brauchte meine Hilfe, um das wieder aufzuholen. Warte. Aber ich habe eine Schwachstelle eingebaut. Mhm. Wirklich? Über diese Schwachstelle gelangen wir direkt an den Kern. Mhm. Aber zuerst brauchen wir Zugang zu Sona Uno. Oh, war ja. Der Kern war unser großer Durchbruch in der Wettermodifikation. Die Wüste war der perfekte Ort, um die Theorie deines Vaters das mal zu hin. Testen. Ui, das ist aber auch schon stabil. Wir hatten volle Kontrolle über einen Sandsturm. Volle Kontrolle, das mag ich auch gern. Was ist mit den Schienen? Wir fuhren täglich mit dem Zug nach Sona Uno. Ja. Die Sandstürme erschweren die Fahrt. Möglich. Aber die Gleise sind noch da. Die Gleise sind Scheibenleister. Wenn wir das Gewicht des Zuges erhöhen, wird er vor dem Sandsturm sicher sein. Genau, Mira. Ja, du brauchst schwere Panzer. Es stehen einige Panzerzüge bei Estación Atalaya. Wir werden dort bestimmt etwas finden. Wir könnten auch ein Standardzugchassis nachrüsten. Uiuiuiui. Am Grand Central finden wir ohne größere Probleme einen passenden Zug. Na gut, jetzt dann müssen wir aber gleich wieder aufhören. Dann brauchen wir nur noch einen sicheren Ort für den Umbau in der Nähe von Sona Uno. Estación Perdida? Estación Perdida. Doch, dort können wir arbeiten. Sierra Nevada. Ich denke, Area wir haben 51. Einen Zug. Der bringt uns nach Sona Uno. Mhm. Aber was machen wir denn dort? Ja, was das ist die Schwachstelle? Wüsste ich auch gern. Die Abschirmung dort Mondbasis ist segmentiert. Ja. Ich erzählte Oscar, sie sei ausfallsicher. Für die Belüftung? Der Schirm öffnet sich zur Belüftung des Sandsturmkerns, wenn er überhitzt. Und wenn der Schirm offen ist? Dann wird es interessant. Da wenn der Schirm offen ist, kann ich vor Ort in die Struktur klettern, um manuell die Verschlusselemente am Schild zu lösen. Mhm. Dann sollte es möglich sein, dass wir die Stromzufuhr... Was, wenn... wir ein Geschütz auf dem Zug installieren. Ei, mit zwei Fingern. Geschütz? Ja, komm. Ja. Wir schießen, wenn die Panzerung lüftet. Die Feuerkraft eines großen Geschützes müsste reichen, um den Schirm zu entfernen, wenn er offen ist. Ich muss auch mal aber lüften, lässt den Kern intakt. Muss man meine Was, Panzerung hast du daran lüften? Nicht gedacht, Onkel? Nee. Woher kriegen wir so ein Geschütz? Ja, im Supermarkt. Oh, da ist Die haben hochkalibrige Waffen in ihren Geschütztürmen. Wir sollten damit Sicherheit etwas finden. Wird der Kern offen liegen, dann hacke ich mich rein und deaktiviere einen Verteidigungsknoten. So einfach ist es. Okay, legen wir los. E ist gleich im C-Quadrat, steht da unten. Ich kann nicht mehr. E ist gleich im C-Quadrat, die berühmteste Formel aller Zeiten. Jetzt muss ich wieder rausgehen. Abgeschlossen. Siehst du, da können wir schon wieder aufhören. Jetzt müssen wir aber raus, ich komme hier nicht mehr raus. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist denn jetzt wieder los? Jetzt gehen wir noch raus und schauen wir noch, was da anliegt und ich komme nicht raus. Und da müssen wir irgendwas machen. Was müssen wir denn machen? Sandstachelzugüberfall markieren? Nee, wie denn? Da jetzt. Ah, da ist er. Sandstachelzugüberfall. Voll. So, jetzt müssen wir wieder rausgehen. Das schaffe ich, das schaffe ich. Müssen wir wieder rausgehen. Oder Schnellreise. Meinst du, ich komme hier so raus? Was ist schneller? Müssen wir da wieder raus? Kommen wir da durch? Da geht's raus. Oder auch, du sollst da rausgehen. Mensch, ist das ein Idiot. Da sollst du rausgehen, da geht's raus, oder? Da geht's raus, oder? Da geht's irgendwie raus.
Weiß kann es sein. Wieder finde ich nicht mehr raus. Da finde ich nicht mehr raus. Na gut, da müssen wir da schnell reisen. Komm hier. Wir müssen jetzt. Sollen wir das noch einleiern? Oh, da darf ich nicht. Warte. Da muss ich hin. Zugefall. Gehen wir wieder mal da raus, dass wir da Speicherpunkt. Ah ja, was heißt Speicherpunkt? Aber wir haben es. Oh, warte, jetzt müssen wir da rauf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Das ist jetzt hier, da darf. Das ist der höchste Punkt von Solis, oder? Da müssen wir dann sowieso nehmen. Kommen wir da jetzt rein? Das geht wieder nicht hier. Ach komm. Da oben rauf, 1 Kilometer, na, das schaffen wir noch. Das schaffen wir jetzt noch. Dass wir da vielleicht das noch einleiern, oder? Das könnten wir noch machen. Also schauen wir mal. Wir müssen aber dann wieder aufhören. Oh, da ist Skipiste. Oh, Skipiste. Ich war ja ein ganz toller Skifahrer. Vor 3000 Jahren. Ja, ja. Skifahren. Schicke. Oh, jetzt habe ich falsch gedrückt. Schicke Sache. Wo ist sie? Kommt der mit? Da oben hinten. Hinten oben. Irgendwo. Höchste Punkt von Solis. Warte, wo ist denn der? Der muss doch da sein. Der ist doch da. Au, der ist. Ah, der ist. Oh, das ist da oben das Ding, oder? Der höchste Punkt. Die Errungenschaft. Komm her. Au, warte, ja, nee. Ah, da müssen wir hin. Ja, da darf ich jetzt aber noch nicht hin, weil da ist Blitzgefahr, oder? Jetzt darf ich erst, wenn das Spiel abgeschlossen ist. Jetzt gehen wir da noch rein. Na gut, aber da müssen wir, machen wir mal lieber Schluss. Pflanzen wir uns da hin. Naja, der speichert zwar wieder irgendwo anders. Oh, naja, aha. Also, da müssen wir, na gut, schauen wir es nochmal schnell an. Und dann müssen wir Schluss machen. Ah, da müssen wir jetzt den Zug überfallen, der fährt da unten vorbei, oder wie? Sandstachelzugüberfall. Gut, das machen wir morgen. Okay. Oh, Skimobil. Wahnsinn. Armadillo, holla. Da fahren wir jetzt nochmal schnell. Boah. Mal los. Der geht aber nicht sehr schnell. Na gut, okay, haben wir den. Ja, da machen wir jetzt Pause. Also, hören wir auf für heute, weil das kriege ich sonst nicht mehr. Wo sind wir jetzt? Sind wir da voll im Sperrgebiet hier? Hallo. Oh, weia. Ja, gut, okay, dann machen wir da morgen weiter, gell? Herzlichen Dank und tschüss, bis morgen.